Hey Freunde, bevor das Video losgeht, ganz kurze Sache. Und zwar, gestern habe ich ein COD-Video hochgeladen gehabt. Das Problem war einfach, dass YouTube irgendwie verkackt hat und es ist nicht 1080p geworden. Also man konnte es sich nicht in Full HD anschauen. Und es war die ganze Zeit in 360p. Viele Leute, die jetzt draufgegangen sind, haben sich darüber geärgert, haben gesagt, hey, warum ist es so eine schlechte Quali, warum lädst du sowas hoch? Das war ja aber so eigentlich nicht geplant, Freunde. Und deswegen würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr darauf gehen würdet, wenigstens draufklickt, einen Daumen da lässt, um was Cooles einfach drunter kommentiert. Schaut euch das Video auf jeden Fall auch gerne zu Ende. War ein lustiges, cooles Video. Aber Freunde, ihr wisst selber, ich bin verpartnert mit COD und wenn COD dann sieht, ey Digga, er hat so viele Dislikes, der ist bestimmt scheiße so oder hat irgendwie Kacke da in dem Video gelabert, dann kriege ich vielleicht Ärger oder so. Würde mich auf jeden Fall nichtsdestotrotz freuen. Es ist, also die Klicks spielen keine Rolle. Hauptsache die Bewertung ist in Ordnung, Freunde. Also wenn ihr mir da ein bisschen Rücken geben wollt oder ein bisschen supporten wollt, dann gerne. Dann küsse ich euren Nacken. Danke euch schon mal im Voraus. Starten wir mit dem Video. Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video werde ich auf jeden Fall über ein recht interessantes Thema berichten. Und natürlich auch über eine Sache, die ich schon länger machen hätte können. Was ist das für ein Deutsch? Aber, wo ich einfach nicht dazu kam. Ich würde aber sagen, bevor es da überhaupt losgeht, Freunde, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Würde mich persönlich mega freuen. Und Freunde, teilt das Video gerne mit euren Freunden, weil es sind sehr wichtige Informationen, die ihr auf jeden Fall durchführen solltet. So viel dazu, starten wir mit dem Video. Let's go! So Leute, es geht, wie ihr bereits aus dem Titel gelesen habt, um einen kostenlosen Skin und um eine kostenlose Spitzhacke. Und das Ding ist vorab, Freunde, ich hätte das Video schon ein bisschen länger machen können, vor 2-3 Tagen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach nicht dazu kam. Ich wollte es wirklich, wirklich, wirklich machen, aber jetzt sind wir da, Freunde, jetzt mache ich das Video für euch. Ihr seid trotzdem nicht zu spät, ihr könnt trotzdem diese Skins hier abholen, beziehungsweise bekommt den Skin trotzdem kostenlos. Bevor wir aber genau dazu kommen, ganz kurz vorab. Freunde, für das, was ich jetzt euch erklären werde, braucht ihr eine Nintendo Switch. Anders funktioniert es leider nicht. Aber für all die unter euch, die keine Switch haben, vielleicht haben ja irgendwelche Kollegen von euch eine Switch oder so und können euch damit aushelfen oder können das halt für euch tun. Ich weiß, dass viele damit Probleme haben werden, weil sie keine Kollegen haben, die eine Switch haben oder selber keine Switch haben. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, mache ich hier das Video für euch. Und bedenkt immer, wenn ihr auf der Switch etwas freischaltet, habt ihr es auch auf eurem richtigen Account. Das heißt, auf dem PC, auf der PlayStation oder auf sonstigen Plattformen könnt ihr dann trotzdem mit diesem Skin spielen, weil der halt übertragen wird. Weil ihr wisst ja selber, Freunde, Fortnite ist plattformübergreifend. Auf jeder Plattform habt ihr dann sozusagen eure Skins. Und da spielt es keine Rolle, ob ihr dann hier auf der Nintendo Switch oder auf der PlayStation etwas freigeschalten habt. Beide Accounts haben es. Und ich würde sagen, ich erkläre euch mal überhaupt, wie das Ganze angeblich funktionieren soll. Was heißt angeblich? Es funktioniert ja tatsächlich. Ich blende euch erstmal ein Bild ein, Freunde. Ihr könnt sehen, ihr bekommt genau das hier im Hintergrund. Und zwar einen Skin, und zwar den Dark Tricerer Ops. Und das ist halt die dunkle Version davon, von der eigentlichen Version vom Tricerer Ops Skin. Und sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Leuchtet auch ein bisschen, finde ich. Auf jeden Fall ein Skin, der sich sehen lässt. Bedenkt natürlich, dass es für uns sowas nicht gibt, weil in Japan, Freunde, ist halt die Switch sehr beliebt. Viele Leute haben die Switch. Bei uns ist es halt so, dass nicht so viele die Switch haben. Deswegen wird höchstwahrscheinlich dieses Event bei uns nicht angezeigt. Und Freunde, in Europa und Amerika wird höchstens also keine Skin Rewards geben, weil Skin Rewards gab es bisher noch nie und würde auch absolut keinen Sinn machen, weil die Leute dann keine No Skins mehr werden. Sowas kann ich mir einfach in unserer Region nicht vorstellen. Denkt nochmal ein bisschen zurück, letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, gab es ja auch eine Möglichkeit, in Korea dann einen Skin freizuschalten, und zwar den Cheese-Skin. Und das war dann ja halt bei uns nicht möglich, aber in Korea schon. Da war es aber so, dass es nicht plattformübergreifend war, sondern dass man es nur dort erhalten hat. Aber hier ist es so, dass es tatsächlich plattformübergreifend ist. Wenn ihr eine Switch habt oder jemanden kennt, der eine Switch hat, dann könnt ihr das easy durchführen und bekommt auch tatsächlich die Belohnung. Also Dark Tricerer Ops und die Tentakelspitzhacke. Plus man soll noch ein Spray bekommen, aber da bin ich mir nicht sicher. Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber man bekommt anscheinend noch so einen komischen Spray. Aber Freunde, wie geht das Ganze denn überhaupt? Ihr müsst nämlich in eure Spieleinstellungen, das heißt, ihr drückt einfach ganz normal Options, geht auf Einstellungen, dann geht ihr auf den zweiten Reiter und dort steht ja immer Sprache und Spielsucheregion. Bei der Spielsucheregion müsst ihr natürlich Asien einstellen und müsst auch die Sprache auf Japanese einstellen. So sollte das bei euch drinstehen. Ich bin mir jetzt mit dieser Sprache nicht zu 1 Million% sicher, aber so sollte es normalerweise sein.
Und ganz easy peasy alles einstellen, dann bestätigt ihr das Ganze. Und normalerweise, Freunde, wenn ihr dann halt unter Wettkampf geht, dann sollte dort dann dieser Cup vertreten sein. Ihr müsst nur 20 Punkte bei diesem Cup erreichen und dann bekommt ihr ganz entspannt, Freunde, den Skin plus die Spitzhacke und noch weitere Belohnungen. Normalerweise könnte es auch sein, dass wir in der nächsten Woche eine andere Belohnung erhalten, weil, Freunde, da steht nämlich, man hat diese Woche freigeschalten, also die Belohnung von dieser Woche. Und es könnte halt, wie gesagt, sein, dass man halt dann dementsprechend was anderes da bekommt. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Bedenkt auch, Freunde, dass ihr auch unter euren Epic Games Konto-Einstellungen diese Einstellung umändern müsst. Das heißt, nicht nur in-game, sondern ihr müsst auf euren Epic Games Account und dort müsst ihr dann auch eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar unter generell müsst ihr dort halt einfach eure Location, also wo ihr gerade seid, auf Asien einstellen. Also nicht Deutschland, sondern einfach auf Japan oder irgendwas dort um den Dreh. Normalerweise einfach Japan einstellen, bestätigen, dann das Spiel neu starten, dann sollte es funktionieren. Also ihr geht auf epicgames.com, geht dann auf euren Account und dann unter Allgemein. Dort könnt ihr dann, da wo Deutschland steht, könnt ihr dann Japan auswählen. Einfach auswählen, speichern, das könnt ihr auch wieder ändern. Spiel neu starten und dann, Freunde, solltet ihr in-game diese Herausforderung haben und könnt sie dann ganz easy peasy spielen und habt normalerweise gar keine Probleme dabei. Äußerst interessant, äußerst chillig meiner Meinung nach. Macht das Ganze auf jeden Fall gerne. Spielt das Ganze durch, beziehungsweise probiert euch einfach mal. Ihr könnt den Skill easy freischalten. 20 Punkte ist gar nicht so die Welt. Und dann, Freunde, soll es hier mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne mal einen Daumen da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit sie auch auf dem neuesten Stand sind. Und Freunde, wenn ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, wo wir COD gespielt haben, schaut doch mal gerne vorbei. War unnormal lustig. Richtig cooles Video geworden. Ich verabschiede mich. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht in den Flow. Euer Fraps und ciao. Got that.